Gelesen aus 365 mal R von Wilhelm Busch. 18. September. Und es begab sich, da Jesus seine Rede vollendet hatte, entsetzte sich das Volk. Matthäus 7, Vers 28. Sie entsetzten sich. Etwas bestürzend Neues ist in Jesus zu uns gekommen. Im Neuen Testament steht etwa 35 Mal, sie entsetzten sich, wenn Menschen es mit dem Herrn Jesus zu tun bekamen. Luther hat manchmal auch übersetzt, sie verwunderten sich. Aber im griechischen Text steht da lauter Worte, die Fassungslosigkeit ausdrücken. Als Jesus auf dem Berg seine Rede vollendet hatte, entsetzten sie sich, denn er redete gewaltig und nicht wie die Schriftgelehrten. Die Menschen entsetzten sich, als er Dämonen austrieb. Hier war also einer erschienen, der mächtiger ist als die Höllengewalt. Als die Jünger Jesu einst in dunkler Nacht in Seenot waren, kam er über die Wogen zu ihnen. Wir verstehen, dass sie sich entsetzten. Wie entsetzten sich erst die Menschen, als er die Worte sagte, dir sind deine Sünden vergeben. Sie entsetzten sich, als bei seinem Sterben die Sonne ihren Schein verlor. Und sie entsetzten sich, als sie am Ostermorgen das Grab leer fanden und aus Engelmund hörten, er ist auferstanden. Und nun sehe man sich unsere heutige Christenheit an. Da ist keine Spur von dieser Fassungslosigkeit. Ich fürchte, wir kennen Jesus gar nicht richtig. In der griechischen Tragödie Antigone, die Sophokles etwa 450 Jahre vor Christi Geburt schrieb, sagte der König Kreon: Auf mich brach das Schicksal grauenvoll herein. Das ist das Entsetzen der Welt. Die Fassungslosigkeit über Jesus ist anders. Sie ist vor allem Freude, weil in Jesus das ganze Heil Gottes zu uns armen Menschen hereinbricht. Wer kann das fassen? Herr, hilf uns zu voller Erkenntnis deines Heils. Amen. Ich kann dir deinen Weg zum ewigen Leben gerne zeigen, aber klingeln musst du schon selbst. Jesus wartet auf dich. Sprich mit ihm im Gebet und lade Jesus in dein Leben ein. Du wirst sehen, er wird dir antworten. Jesus Christus segne dich. Dankeschön.